Und da möchte ich heute über ein extrem wichtiges Thema mit dir nachdenken, was für jeden Gläubigen von wirklich, wirklich größter Bedeutung ist. Etwas, was extrem wichtig ist für dich, für dein persönliches Leben, für das, wie du mit dem Herrn unterwegs bist. Ja? Und es ist etwas, wo es so verschiedenste theologische Konzepte und Ansichten und irgendwas gibt. Und ich habe gedacht, ey, das ist alles nettes Zeug. Ich gucke, was steht in der Bibel. Was ist in der Bibel? Und die Bibel ist extrem präzise. Und da möchte ich mit dir einige Sachen mir heute anschauen. Und vorweg mal etwas, was schon im Alten Testament zu finden ist. Im Alten Testament. Zwei geniale Aussagen. Und es gibt mehrere in der Richtung. Die erste findest du in Hesekiel 36 ab Vers 26. Genauer gesagt 26 und 27. Da sieht Hesekiel etwas, was weit in die Zukunft geht. Er sieht, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Hey, das war im Alten Testament, Hesekiel, das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Ja, da gab es noch nicht mal einen Tempel, da gab es keinen Opferdienst und das Ganze. Es war wirklich eine ganz schwierige Zeit. Und da sieht er etwas, was weit über den alten Bund hinausgeht. Er sagt, hey, Gott wird seinen Geist in Menschen hineingeben. Das gab es im Alten Testament nicht. Ja, im Alten Testament finden wir so etwas nicht. Da ist etwas, wo der Heilige Geist auf die Menschen kam. Und in Jesaja 44, Vers 3 lesen wir, ich werde meinen Geist ausgießen auf, das ist wieder dieses auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und hier haben wir schon im Grunde genommen das Thema des Abends auf den Punkt gebracht. Der Heilige Geist in uns und der Heilige Geist auf uns. Darum geht es mir heute. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Gut, wenn wir uns das Thema näher anschauen, dann wollen wir richtig auf unser absolut wichtigstes Vorbild, unser Beispiel, unseren Herrn und Retter schauen, auf Jesus. Er ist derjenige, der für uns immer der Maßstab ist. Ja? So, Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Ja? Er ist geboren aus dem Geist, vom Heiligen Geist empfangen. Etwas Heiliges ist geboren. Er ist geboren aus dem Geist. Ja? Er hatte eine irdische Mutter, die etwas im Geist empfangen hat. Ja? Und das ist dann herangewachsen. Lukas 1, ab Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Manne weiß, als der Engel kam und ihr das angekündigt hat. Und der Engel antwortete und sprach, der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. So, das heißt, vom Heiligen Geist gezeugt und durch den Geist geboren. In Matthäus 1, Vers 18 lesen wir, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Jesus ist der Erste der neuen Schöpfung. Er ist der Erste, der eine neue Kreatur ist. Er ist der Erstling, der Erstgeborene. So sagt es uns die Bibel. Ja? Er ist der Erste, der aus dem Geist heraus geboren ist. Ne? So, das heißt, er war nicht mehr unter dem Ding, was Adam hatte, der seine Herrschaft, seine Autorität verloren hatte, sondern er war etwas Neues, etwas anderes. Und da sind wir mit hineingenommen. Eine neue Kreatur, ja, wo der Heilige Geist, wie soll ich mal sagen, inside ist. Der Heilige Geist. Ja, der Heilige Geist war Teil seines Wesens, er war in Christus. Das war völlig anders als alle Menschen zuvor. Nicht wahr? Geboren im Geist, geboren durch den Geist. So, jetzt ist eins wichtig.
Du musst ein Verständnis dafür haben, wer du bist, was du bist. Weißt du, jeder Christ ist ein Geist. Klingt ein bisschen komisch, ne? Ist aber die Wahrheit. Du bist ein Geist, hast eine Seele und lebst in einem Körper. Aber eigentlich, so ich sag mal aus Gottes Perspektive, bist du ein Geist. Ja? 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ja? Du bist ein Geist, hast eine Seele, lebst in einem Körper. Und genauso war es mit Jesus. Ja? Als vom Geist gezeugt in diesem Körper war er etwas, was es vorher so noch nicht gegeben hatte. Und dann ist er ganz normal als Baby durch diesen Heiligen Geist geboren worden. Etwa 30 Jahre später kommt es dann zu folgender Situation, die uns sehr geläufig ist. Er geht an den Jordan und dann kommt der Heilige Geist zusätzlich auf ihn herab in Form von dieser Taube, nicht wahr? So, Jesus selbst wollte diese Taufe im Jordan von Johannes unbedingt haben. Er wollte das, wie soll ich mal sagen, ergreifen. Und Johannes hat das überhaupt nicht kapiert. Ja, Johannes hat ihm abwehren wollen. Hat gesagt, du brauchst das nicht hier, das ist nicht für dich. Aber Jesus wusste es besser. Er wusste, dass er das tun muss, um, so sagt die Bibel, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Um hineinzukommen und das, was vor Gott wirklich recht ist. Das können wir nachlesen in Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ja, dazu mal ein Wort zu dieser Taufsituation. Jesus war 30, als er sich hat taufen lassen von Johannes, nicht wahr? Etwa, geht man von aus. Mit dieser Taufe ist das so, die Gemeinden und Kirchen, die Kindertaufe praktizieren, die basiert eigentlich auf dem alttestamentlichen Bild der Beschneidung. Weißt du, die Jungs wurden am achten Tag beschnitten. Und dadurch wurden sie sozusagen in das Volk Gottes hineingekommen. Sie waren damit Teil des Volkes Gottes. Und aufgrund dieser Zugehörigkeit zum Volk Gottes durch diesen Akt der Beschneidung hat man das im Christentum dann relativ bald in gewissen Kreisen eben auf diese Kindertaufe gelegt und hat dann sozusagen gesagt, so jetzt sind die sozusagen im Volk Gottes im neuen Bund. Nun, daher kommt diese Kindertaufe. Jetzt überlegt mal hier an der Stelle. Jesus war beschnitten. Aber er lässt sich trotzdem taufen. Nur mal so als kleiner, dezenter Hinweis. In Johannes 1, ab Vers 32, lesen wir, was Johannes der Täufer sagt. Und Johannes sagt Folgendes. Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Merkst du, wie präzise die Bibel ist? Hier wird immer von aufgesprochen. Der Heilige Geist kommt auf ihn. Das war etwas anderes, als dass der Heilige Geist in ihm ist. Ja? Jesus hat durch diese Taufe, durch diese Situation, wo der Heilige Geist auf ihn kommt, das war ein anderes Ereignis, etwas anderes, als dass er im Geist sozusagen geboren ist. Ich komme da gleich noch drauf. Ja? So,
Und jetzt, danach war Folgendes. Der Geist, der jetzt in ihm war und der auf ihm war, hat ihn in die Wüste getrieben. Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinausgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und in Lukas 4 heißt es, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgebung. Du musst das Bild dir hier dir vorstellen. Durch den Geist Gottes gezeugt, der Geist Gottes in ihm, wächst Jesus auf. Dann kommt es hier zu diesem markanten Ereignis, wo der Heilige Geist auf ihn kommt. Das nächste, was passiert, ist, dass er in die Wüste getrieben wird, in Schwierigkeiten, in eine Phase von Fasten, von Herausforderungen, von Versuchungen, von Problemen. Und danach, nach diesen 40 Tagen, ja, kommt er heraus in der Kraft des Geistes. In der Kraft des Geistes. Ja, und er kommt nach Galiläa zurück und das nächste, was hier steht, ist, die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgebung. Die Kraft, die er hatte, die ging sofort, hat sich das ausgebreitet. Überall hat man von ihm erzählt. Weißt du was? Das ist es, was wir brauchen. Diese Kraft. Wir brauchen diese Kraft, die Jesus hatte. Wir brauchen diese Kraft, Zeichen und Wunder zu tun. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist entsetzlich, wenn wir uns umschauen in vielen, vielen christlichen Kreisen, wie alles Mögliche da ist, aber wie wenig Kraft. Wie wenig Kraft. Und auch wir sind Leute, wir sagen, wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen mehr von diesem Heiligen Geist. Wir brauchen das, was Jesus hatte. Was hat er denn? Den Geist, der auf ihn kam. Das ist es, wonach wir uns ausstrecken wollen. Nach 40 Tagen kam er in der Kraft des Geistes aus der Wüste und dann begann sein Dienst. Und kurz darauf hat er schon die Jünger gehabt und ganz kurz darauf fing er an, sie zu schulen und sie zu trainieren. Ne? Nach der Bibel lesen wir nichts, dass Jesus vorher irgendwas getan hatte, außer dass er im Alter von 12 da mal die Schriftgelehrten ein bisschen verblüfft hat von seinem Wissen. Ansonsten lesen wir keine Zeichen, keine Wunder, kein gar nichts. Ja? Sondern erst als der Geist auf ihm war, ging er in diesen übernatürlichen Krafttaten voran. Apostelgeschichte 10, Vers 38 heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Ja, eine Salbung ist immer äußerlich, ne? Mit Kraft gesalbt hat. Also ist ja, die Formulierung ist ja klasse. Mit Heiligem Geist und Kraft. Halleluja. Der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Jesus heilte die, die vom Teufel überwältigt waren. Übrigens eine interessante, sehr wichtige Bibelstelle. Ja, Leute werden geheilt, die sind vom Teufel überwältigt. Warum? Weil sie Heilung brauchen, weil sie krank sind. Krankheit ist vom Teufel. Lest Apostelgeschichte 10, Vers 38. Krankheit, Gebrechen, Schmerzen sind nichts, was Gott uns gibt. Es ist etwas, was der Teufel, mit dem er uns überwältigt, und Jesus ist gekommen, um davon zu heilen, zu befreien und uns zu segnen. Halleluja. Gut, dann kennen wir die Geschichte. Jesus ging mit den Jüngern diese 3 oder 3,5 Jahre durch die Zeit, die uns in den Evangelien berichtet wird. Und irgendwann kommt es dann so, dass er gehorsam den Weg geht bis ans Kreuz und bis in den Tod hinein. Und danach kommt es zum wichtigsten Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Zum absoluten Schnitt in der Geschichte Gottes mit den Menschen, nämlich der Auferstehung. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens und das wichtigste Ereignis aller Zeiten. Ab jetzt ist alles anders. Ab jetzt gibt es einen echten, wirklichen Neuanfang. Einen richtigen Neuanfang. Okay, Halleluja. Gut, das war mein erster Teil. Jesus, unser wichtigstes Vorbild, dem wir nacheifern. Ja, er ist derjenige, wo wir sagen, wir folgen ihm nach. Ihm, ne? Er ist das, dem wir nachfolgen. So, jetzt schauen wir uns die Jünger an.
Wie ist es denn mit den Jüngern gewesen? Gut, Jesus ist ja ein besonderer Fall, ne? Jesus ist Jesus. Absolut richtig. Aber wie ist es mit den Jüngern? Gut. Die Jünger haben, so sagt uns die Bibel, bereits zur Zeit, wo Jesus sie trainiert hat und geführt hat, sehr effektiv gedient. Ja, sie haben die Kranken gesalbt und geheilt, sie haben Dämonen ausgetrieben in großer Zahl. Einmal hat Jesus diese 70 oder 72 Jünger ausgesandt mit dem Job, Dämonen auszutreiben. Ja, und sie kamen zurück und sagten, das ist alles super, super. Und es gab einen einzigen Fall, das war dieser fallsüchtige Knabe, wo es irgendwie nicht funktioniert hat. Und Jesus hat sie angeraunzt und hat ihren Unglauben geschimpft. Das war nur ein einziger Fall. Ne? Interessant. Die hatten einen wirklich effektiven Dienst. Einen wirklich effektiven Dienst. So, folgten die Jünger Jesus nach? Ja, natürlich. Waren die Jünger schon neugeboren? Waren die schon bekehrt? Waren das schon Christen? Das ist eine ganz interessante Frage. Nach meiner persönlichen Überzeugung, nein. Gut, und dann kommt es, das war alles vor dem Kreuzestod und vor der Auferstehung, ne? Und dann kommt es dann nach der Auferstehung dazu, dass er unmittelbar an diesem allerersten Tag unter die Jünger tritt, in ihre Mitte hinein, ja, am ersten Tag. Und dann macht er etwas sehr Bemerkenswertes, was wir häufig überlesen. Und zwar, er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Der Heilige Geist, Odem, Atem, Hauch, Wind, Pneuma, ja, Ruach auf Hebräisch. Ne? Und dann, nachdem das passiert ist, zeigt er sich 40 Tage seinen Jüngern. Ist das nicht interessant, dass hier wieder die 40 Tage vorkommen? Er erlebte diese Begegnung mit dem Heiligen Geist und war 40 Tage lang in der Wüste. Und hier gibt er ihnen diesen Heiligen Geist weiter und er ist 40 Tage dann mit seinen Jüngern da unterwegs. Sehr interessant. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Weißt du, durch die Auferstehung war alles anders. Völlig anders. Jetzt war der Feind besiegt. Jetzt war die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Das vollkommene Opfer war gebracht. Das vollkommene Opfer war da. Jeder konnte jetzt dadurch gerettet werden. Jeder konnte jetzt erlöst werden. Jeder konnte dieses Opfer, was für Ewigkeit ausreicht, für sich beanspruchen. Jetzt war alles anders. Und ich persönlich glaube, dass erst ab diesem Zeitpunkt jetzt auch Menschen neu geboren werden konnten. Wirklich gerettet werden konnten. Neue Kreaturen werden konnten. Eine neue Schöpfung werden konnten. Ne? Nämlich diejenigen, die Jesus Christus jetzt bewusst angenommen haben. So, und für mich persönlich ist es so, dass dieses Anhauchen mit dem Geist, wo Jesus ihnen das gibt, das ist für mich der Moment der Neugeburt für die Jünger. Ja? Nun, die Jünger waren da in einer speziellen Situation, aber das ist für mich, nach meiner Überzeugung, der Moment, wo die Jünger von Neuem geboren worden sind. Und das war das Erste, was Jesus gemacht hat, nachdem er auferstanden ist. Er geht zu den Jüngern und das ist das Wichtigste, was er ihnen erstmal gibt. Ich persönlich glaube, das war der Moment, wo sie zu einer neuen Kreatur wurden, wo der Heilige Geist in sie hineinkam. Steht in Johannes 20, ab Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tage, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, dem sind sie behalten. Das entspricht, wie gesagt, nach meinem Verständnis der Neugeburt der Jünger. Ja, denn jetzt ist der Heilige Geist, den haben sie in sich hinein empfangen. Gut, jetzt waren die, ich sag mal, genau wie Jesus,
aus dem Geist heraus geboren. Wir lesen in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Oder in Römer 8, Vers 9, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Hey, wir brauchen den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist in uns ist das Zeichen, dass wir von Neuem geboren sind. Ist auch eigentlich völlig logisch. Denn wenn wir von Neuem geboren sind, sind wir etwas Geistliches. Der Geist Gottes ist ja in uns. Wir sind ein Geist mit ihm, sagt die Schrift. Und das ist etwas, was nur durch das Wirken des Heiligen Geistes möglich ist. Du kannst ohne Heiligen Geist nicht neu geboren werden. Das geht nicht. Das ist völlig unmöglich. Ja? So, deshalb sind Leute, die den Heiligen Geist ablehnen, oder den lästern oder darüber spotten, die wissen nicht, was sie tun. Das ist hochgefährlich, das ist wirklich töricht. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und in Titus 3, Vers 5 heißt es, er rettete uns durch die Waschung der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Und in Römer 8, Vers 9 heißt es sogar, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So, was ich damit sagen will ist, jeder Mensch, der den Geist empfängt, in sich hinein, wird von Neuem geboren. Er nimmt Jesus Christus als seinen Herrn und Retter an. Das ist der erste Step. Das sehe ich so bei Jesus und das sehe ich auch so bei den Jüngern. Und nach meinem Dafürhalten ist das, wenn man sich bekehrt, von Neuem geboren wird, das ist die Basis. Ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber dann geht es weiter. Unmittelbar vor der Himmelfahrt, also nach diesen 40 Tagen, kommt von Jesus eine sehr präzise Anordnung. Und der sagt nämlich, ihr bleibt in Jerusalem und wartet. Ja? Bitte dort warten. Nicht irgendwas machen, sondern dort warten. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Jesus spricht hier nicht davon, dass er sagt, ihr werdet von Neuem geboren sein oder ihr werdet errettet sein, sondern er sagt, ihr werdet Kraft empfangen und der Geist kommt auf euch. Das ist im Grunde genommen das Gleiche, was er erlebt hat bei der Taufe im Jordan, als der Geist wie diese Taube auf ihn kam. Und genau das ist das, was die Jünger hier erlebt haben zu Pfingsten. Der Heilige Geist kam auf sie in diesen Feuerzungen. Ja, und es war die Kraft des Herrn. Jesus musste natürlich erst zum Himmel auffahren, bevor er dann den Heiligen Geist senden konnte, bevor er die Jünger im Heiligen Geist taufen konnte. Denn er ist der Täufer im Heiligen Geist. Ne? Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, lesen wir in Apostelgeschichte 2, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind her, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf, jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Heilige Geist kam auf sie. Nun, weißt du, was interessant ist an der Stelle? Die Bibel berichtet uns in Apostelgeschichte 1, Vers 15, dass dort etwa 120 Personen zusammen waren. Ja? Deshalb gehen viele davon aus, dass die Gruppe, die dort waren, die das Pfingstereignis erlebt hat, etwa 120 Leute waren. Nun, aber in 1. Korinther 15, Vers 6 können wir lesen, dass Jesus während dieser 40 Tage einmal mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Aber es waren nur diese 120 in diesem Obersaal. Wahrscheinlich haben gar nicht mehr reingepasst.
Aber was hier interessant ist, nur die 120 waren bei diesem Pfingstereignis dabei, die anderen nicht. Sie haben es verpasst oder waren irgendwie nicht dabei involviert. Du kannst dein Pfingsten verpassen. Du kannst, obwohl es hier Brüder sind, obwohl es Christen waren, du kannst es verpassen. Ne? Das ist die Botschaft, die hier drin ist. Nicht jeder hat hier an der Stelle sein persönliches Pfingsten erlebt. Es ist etwas, nach dem wir uns ausstrecken müssen. Es ist etwas, wo wir uns aufmachen müssen. Es ist etwas, wo wir sagen müssen, ja, ich will dieses Feuer. Ne? Und was interessant ist, es ist wirklich diese nachfolgende Erfahrung. Es ist etwas, was danach kommt. Es ist etwas Zweites. Es ist das Auf vom Heiligen Geist, nachdem er schon in uns ist. Gut. Apostelgeschichte 2, Vers 17 geht es dann weiter. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, in den letzten Tagen. Denkt dran, ne? In den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. So. Der Herr hat schon im alten Bund bei Joel verheißen, dass er das tun wird. Er hat verheißen, dass er seinen Geist ausgießen wird. Auf. So wie ich vorhin gelesen habe, die beiden ersten Stellen. Der Herr Hesekiel spricht davon, dass der Heilige Geist in uns sein wird. Und Jesaja spricht davon, dass der Heilige Geist auf uns sein wird. Und so auch Joel und viele andere. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 33. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, Jesus, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diese ausgegossen. Jesus hat den Heiligen Geist ausgeschüttet, ausgegossen und er kam auf diese Christen, diese ersten Christen der Urgemeinde, diese 120 oder wie viele Leute auch immer. Ja? Und was war das? Sie wurden zum Dienst ermächtigt. Das waren vorher Leute, die haben sich verkrochen, die haben sich versteckt, die hatten Angst, die sind ausgebüxt. Ja, dann waren sie 40 Tage mit Christus zusammen und haben sich dann in diesem Obergemach da die 10 Tage oder was aufgehalten. Und auf einmal kam etwas und das, was kam, hat sie komplett verändert. Sie sind mit einer Power rausgegangen, mit einer Zuversicht, mit einem Mut. Da konnte erstmal nichts, was das ganze Establishment und was dagegen stellen, weil sie diese Dynamik hatten. Ja, so. Und es war so, dass sie zuerst mal wie betrunken wirkten. Wir wissen, dass Jesus der Täufer im Heiligen Geist ist. Und er ist gekommen, um uns mit diesem Geist und mit seinem Feuer zu taufen. Das hat schon Johannes der Täufer gesagt. Er sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und ich sage dir eins, als Nachfolger Christi, das brauchst du, das brauche ich. Das brauchen wir. Wir brauchen die Taufe im Feuer und im Heiligen Geist. Wenn wir das nicht haben, leben wir ein erbärmliches Christsein, was nicht dem Maßstab Gottes entspricht. Ja? Das ist etwas, wo ich zutiefst von überzeugt bin. 1. Petrus 4, Vers 14. Der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Der Geist muss auf uns sein. Der Geist der Herrlichkeit und des Geistes Gottes. Und die ersten Jünger, die Urgemeinde, gingen einfach los. Sie gingen einfach los. Ja, sie hatten gepredigt, sie haben zur Buße aufgefordert, sie haben die Leute zur Lebensübergabe gebracht. Es gab dramatische Lebensveränderungen, es gab richtig Erweckung. Und sofort gab es Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 2, Vers 43. Es geschahen viele, viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Sie haben in der Kraft des Heiligen Geistes gedient. Der Heilige Geist hat durch sie gewirkt. Es war anders als noch ein paar Tage vorher. Sie waren komplett veränderte Menschen. Warum? Weil der Geist auf ihnen war. Vorher war er schon in ihnen, aber jetzt war er auf ihnen. Ne? Gut, und wenn du dann weiterliest in der Apostelgeschichte,
dann gibt es eine noch größere Ausgießung oder eine größere Freisetzung von Kraftzeichen und Wundern und eine weitere Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Ja, da hatten sie den ersten Stress mit der Obrigkeit bekommen. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier wird nicht gesagt, wie groß die Stätte ist. Hier wird nicht gesagt, es ist ein Obergemach. Hier heißt es alle. Es waren aber schon ein ganzer Haufen Leute dazugekommen. Es waren ja diese 3000 schon allein am Pfingsttag dazugekommen. Und hier heißt es, sie alle wurden mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Ein paar Tage vorher bei Pfingsten gab es Feuer. Jetzt und diesen mächtigen Wind. Und jetzt gibt es ein Erdbeben. Ja? Der Herr wirkt unterschiedlich, aber das Ergebnis ist das gleiche. Sie wurden mit Kraft erfüllt. Der Geist kam auf sie. Ja? Und das hat einen noch effektiveren Dienst freigesetzt. Wir lesen kurz darauf in Apostelgeschichte 5, Vers 12. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und dann kommt's. Kurz drauf, ab Vers 14, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Überschatten ist ein interessantes Wort. Das hatten wir, als der Heilige Geist Maria überschattet hat. Und jetzt ist der Geist in Petrus und auf Petrus und er überschattet die Kranken und die werden gesund. Interessant, nicht wahr? Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte. Und Achtung, hier heißt es, dass alle geheilt wurden. Das ist der Maßstab, den die Bibel anlegt. Alle werden geheilt. Die von den unreinen Geistern geplagten werden alle frei. Ja? Und die Jünger werden alle erfüllt. Das ist das, was wir in der Apostelgeschichte finden. Und das ist das, wonach wir uns ausstrecken sollten. Das ist das, was wir sehen wollen. So, und jetzt ist natürlich bis jetzt alles, sagen wir mal, so mit den Jüngern und mit Jesus natürlich, und du sagst, ja, das ist jetzt natürlich ein Sonderfall. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun direkt, weil die Jünger waren in einer besonderen Situation, die Apostel, ja, und bei Jesus sowieso. Also die Frage, was hat das denn mit uns zu tun? Wie ist das denn bei uns? Schau, der Geist Gottes ist in uns, wie ich vorhin gesagt habe, durch die Neugeburt. Ohne Heiligen Geist kann kein Mensch von Neuem geboren werden. Ja, wir müssen, oder es geschieht durch den Heiligen Geist. Nach meinem festen Verständnis, jede Person, die errettet ist, die von Neuem geboren ist, hat den Heiligen Geist in sich. Die ist ein Geist, die ist ein Geist mit Gott, so heißt es ja in der Schrift. Ja? Also, ein Mensch, der bewusst und wirklich entschieden Jesus als seinen Herrn und Retter annimmt, der dieses ewige Leben empfängt, der vom Neuen geboren wird, ja, der hat den Geist Gottes in sich. Aber dieser Geist dient in erster Linie dazu, sein Wesen zu verändern. Da geht es um das persönliche Leben von dir und mir. Wenn du dir wiedergeboren bist, dann weißt du, wovon ich rede. Der Geist arbeitet in dir, er zeigt dir Dinge, er will dich segnen. Ja? Es geht um deinen inneren Zustand. Dinge werden bereinigt, du tust Buße, irgendwelche Sachen werden dir bewusst. Du bringst das raus. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und du schmeißt den Dreck raus. Ne? So, da geht es, ich möchte es mal so sagen, in erster Linie um Heiligkeit. Heiligkeit ist für mich das Stichwort, um das es da geht. Der Heilige Geist will Heiligkeit in dich hineinbringen. Deshalb ist er in dir. Deshalb bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. So, für mich erinnert das an eine Quelle. Ja, der Geist wie eine Quelle für dich. Es ist eine persönliche Sache. Er ist in dir für dich, ganz persönlich. Und ich persönlich glaube, dass es darum geht, dass durch dieses Wirken des Heiligen Geistes in uns Frucht hervorkommt. Frucht wächst. Wenn du an ihm bleibst, wächst
Frucht, kommt Frucht hervor. Ja, so, das ist interessant, dass die Bibel uns da eine coole Bibelstelle bringt, in Galater 5, Vers 22, wo wir eine neunfache Frucht haben, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Ja, eine neunfache Frucht durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Da lesen wir in Galater 5, ab Vers 22, das dürftest du kennen, die Bibelstelle, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sind 9 Stück. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja? 9 Stück. 9, ich sag mal, Aspekte der Frucht. Es ist hier Frucht übrigens Einzahl. Es sind nicht 9 verschiedene Früchte, sondern es ist eine Frucht, die quasi zusammen heranwächst. Ja, stellt dir vor wie eine Apfelsine, eine Frucht mit diesen unterschiedlichen kleinen Apfelsinschnitzen da drin. Eine Frucht, die hervorbringt. Was musst du tun, damit die Frucht wächst? Was muss ein Apfelbaum tun, damit Äpfel wachsen? Gar nichts. Der ist einfach da und der Saft kommt und das wächst. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn ihr an mir bleibt, ja, dann bringt ihr viel Frucht. Ja? So, mit dem Weinstock. Das wächst automatisch. Das ist etwas, was in deinem Leben das Wirken des Heiligen Geistes ist. Diese neunfache Frucht in deinem Leben durch den Geist in dir. Halleluja. Okay, und jetzt kommt es natürlich, ne? Wie ist das denn mit dem Heiligen Geist auf dir? Der Heilige Geist, den du auch noch brauchst. Ja? Der Heilige Geist, der diese Kraft gibt. So, das ist das, was man in vielen christlichen Kreisen eine Geistestaufe nennt. Ja, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Eine Ausgießung des Geistes, so sagt die Bibel. Diese Geschichte mit dem Heiligen Geist, dass er auf uns kommt, da geht es um den Dienst. Das ist nicht der Segen für dich, sondern es ist der Segen für andere. Das ist etwas, was nach draußen geht. Das ist etwas, was für andere ist. Ja? Da geht es nicht um dich und dass du irgendwie in Heiligkeit kommst, sondern der Herr will das gebrauchen, damit du zum Segen bist für andere. Und genau das ist das, was wir in der Bibel finden. Da geht es um Gaben. Um Gaben. Ja? Gaben, die gegeben sind, um andere Menschen zu dienen, andere Menschen zu segnen. Die Gaben des Geistes. Und das Wort bei dem Geist in uns, hatte ich gedacht, ist Heiligkeit. Und das Kernwort, glaube ich, bei diesem Heiligen Geist auf uns, ist Kraft. Kraft, die Dinge Gottes zu tun. Kraft, in diesen übernatürlichen Gaben vorwärts zu gehen. Kraft, die Dinge des Geistes zu tun, wie Jesus sie getan hat. Ja? Gut. Und das Schöne ist jetzt, dass uns die Bibel 9 Gaben präsentiert. Erst hatten wir diese neunfache Frucht und jetzt kommt 9 Gaben des Geistes. Jetzt findest du in 1. Korinther 12, Vers 7 bis 11. Ich lese dir das mal vor. Und da geht es darum, dass der Geist zum Nutzen, nämlich zum Nutzen für andere, zum Nutzen für alle gegeben ist. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist. Einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Einem anderen aber Wunderwirkungen. Einem anderen aber Weissagung. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister. Einem anderen verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Halleluja! Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist in uns und dem Heiligen Geist auf uns. Und ich glaube, dass wir das bei Jesus sehen. Ich glaube, dass wir das bei den Aposteln und der Urgemeinde sehen. Und ich glaube, dass das in unserem Leben genauso gilt. Wenn du wiedergeboren bist, hast du den Geist in dir. Aber du brauchst mehr. Du brauchst diese Ausrüstung mit Kraft. Es gibt mehr. Du kannst mehr vom Herrn empfangen. Und weißt du was? Das mit der Frucht hat nichts mit Gefühl zu tun. Du brauchst das nicht zu fühlen. Genauso ist es mit der Kraft. Du brauchst die Kraft nicht zu spüren, irgendwie so mysteriös, irgendwie so ein Kribbeln oder was. Nein.
Die Kraft ist da, um das zu tun, was der Herr getan haben will. Das muss dir nicht bewusst sein in dem Sinne, oh, ich gehe jetzt hier durch wie ich habe jetzt mächtig Kraft. Nein, es ist etwas, was in dir ist, was der Herr auf dich legt, worin du vorwärts gehst, was du einfach hast, was zur Verfügung steht. Ja? Und im richtigen Moment wird es da sein, beziehungsweise kannst du es nutzen. Halleluja. Ja, stell es dir so vor. So hat es Reinhard Bonke gesagt. Johannes steht im kalten Wasser des Jordan und tauft mit Wasser. Jesus steht im Feuerstrom des Heiligen Geistes und tauft mit flüssigem Feuer. Hey, wir brauchen diese Taufe mit flüssigem Feuer. Wir brauchen diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen mehr. Und weißt du was? Wenn du schon deine Geistestaufe erlebt hast und wenn du sagst, ich habe das schon erlebt, ja, ich sag dir was, du kannst mehr empfangen. Wie wir das hier auch sehen in der Apostelgeschichte. Da waren die da zusammen im Obergemach, die 120, und haben den Segen bekommen, den Heiligen Geist. Und ein paar Tage später lesen wir, dass der Heilige Geist wieder fiel und dass sie erneut erfüllt worden sind. Ja, dass sie wieder der Heilige Geist auf sie kam. Und das ist entscheidend wichtig. Die Frage ist, hast du das oder nicht? Es ist entscheidend wichtig. Du musst oder du darfst oder du kannst dich danach ausstrecken und sagen, ja, ich will wirklich mehr von Gott. Ich sage dir eins, in die Zeiten, in die wir hineingehen, du brauchst diese Power des Heiligen Geistes, du brauchst diese Kraft, du brauchst diese Unterstützung, du brauchst deinen Beistand, er ist der Tröster, er ist derjenige, der dich führt, der dich leitet, du brauchst ihn. Wenn es jemals eine Zeit gab, wo du den Heiligen Geist brauchtest, dann ist es jetzt. Ja? Und ich sag mal eins, wir können uns nicht leisten, ihn zu riskieren. Wir können uns nicht leisten, auf ihn zu verzichten. Wir können uns nicht leisten, zu sagen, das waren ja früher, das gab es nur für die Apostel oder irgendwelchen Quatsch. Er ist für uns gegeben. Und wenn wir ihn ablehnen, der uns in alle Wahrheit führt, dann sind wir eben nicht in aller Wahrheit. Weißt du, was das heißt? Du bist einer Lüge aufgesessen. Wir brauchen ihn zwingend. Wir brauchen ihn unbedingt. Und die Frage ist, ob wir dieses Feuer, wie bei Pfingsten, ja, ob wir das wirklich haben wollen, ob wir dieses Feuer begehren. Ja, brennt es wirklich in uns? Ja, ist es das, was wir wirklich haben wollen? Brennt es in uns? Ja. Da geht es um echte Hingabe. Und in Epheser 5 können wir lesen im Vers 18, werdet immer wieder neu voller Geist. Das ist das, was da wörtlich steht. Werdet immer wieder neu voller Geist. Weißt du was? Das schreibt Paulus an die Epheser. Das war eine Gemeinde, die hatte die im Geist geboren worden und die haben die Geistestaufe erlebt. Die hatten den Geist in sich und die hatten den Geist auf sich. Und was sagt er zu denen? Ihr braucht mehr. Werdet immer wieder neu Heiligen Geist. Streckt euch danach aus. Streckt euch danach aus. Es gibt mehr für dich. Es gibt mehr für dich. Es gibt etwas, was wir in der Apostelgeschichte lesen, beispielsweise, oder in der Bibel lesen, im Neuen Testament, in Römer 15, Vers 19. Da heißt es, Paulus, ja, er sagt, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes bin ich losgegangen und habe das Evangelium überall verkündet. In 1. Thessaloniker 1, Vers 5 sagt er, unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Oder in 1. Korinther 2, Vers 4 sagt er, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und das ist es, was du und ich brauchen. Wir brauchen die Erweisung des Geistes und der Kraft in unserem Dienst. Hör mal, in den vor uns liegenden Jahren haben die Propheten gesagt, aufgrund der gewaltigen Erschütterung, aufgrund der gigantischen Erschütterungen, die kommen, aufgrund der Turbulenzen, wird es so viele Menschen geben, die das, was sie ihr Leben, wo sie ihre Sicherheiten haben, wo sie ihr Fundament drauf gebaut, also ihr Häuschen drauf gebaut haben, wird wegbrechen. Ja, Sinnkrise haben die Propheten hervorgesagt. Ja, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, politische Krise, aber vor allen Dingen auch eine Sinnkrise. Die Leute werden nicht mehr wissen, weil sie merken, wie alles um sie herum zusammenbricht. Und dann bist du und ich gefordert, diesen Menschen die Hand zu reichen und in Erweisung des Geistes und der Kraft sie zu retten. Das ist unser Job. Hunderttausende, Millionen von Menschen zu retten in den vor uns liegenden Jahren. Damit das Lamm die Frucht seiner Leiden empfängt. Und dazu bist du aufgefordert. Wenn wir jetzt uns meinen, den Luxus leisten zu können, wir setzen uns irgendwo ins Kabuff und warten auf die Entrückung. Ich sag dir, das ist das Falscheste, was du tun kannst. Wir müssen
uns um die Menschen kümmern. Wir müssen das Wort weitergeben. Wir müssen uns ausstrecken danach. Wir müssen das tun, was Jesus gesagt hat. Ja? Er hat uns so mehrfach diese Missionsbefehle gegeben und gesagt, geht los, seid unterwegs, kümmert euch um die Menschen. Holt sie zu mir. Deshalb ist der Heilige Geist dir gegeben. In dir ist der Heilige Geist für dich. Du bist wiedergeboren, alles super. Der Heilige Geist wirkt in dir, die Frucht wächst, alles super. Aber die Geistestaufe, dass der Geist auf dich kommt, ist etwas, was sich nach außen richtet. Ist etwas, was im Dienst ist. Und dafür auch die Dienstgaben und dafür auch diese Berufung. Das ist etwas, damit die Ernte eingebracht wird. Und davon sprechen die Propheten, dass eine gewaltige Ernte kommt. Eine gewaltige, gewaltige Ernte, auch in unserem deutschsprachigen Europa und weit darüber hinaus. Und für diese Ernte braucht er Arbeiter, braucht er Leute, die bereit sind, ihr Leben hinzulegen und bereit sind zu sagen, jawohl, für das Reich Gottes. Ja, es ist keine Zeit mehr, irgendwie Happy Clappy zu spielen. Es ist Zeit für die Ernte. Es ist Zeit, dass wir da reingehen im Namen Jesus Christus. Und wir möchten jetzt noch für dich beten dafür, dass du da wirklich hineinkommst in das, was der Herr für dich hat. Wir wollen da zusammenstehen und einfach dafür beten. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach dein Herz aufmachst, wenn dich das ansprichst. Dass ja, ich brauche diese Power des Heiligen Geistes. Ich brauche diese Kraft. Ich brauche den Heiligen Geist nicht nur in mir, für mich. Wie eine Quelle, sondern ich brauche ihn auf mir. Diese Kraft, die wie ein Strom fließt. Ja, Ströme lebendigen Wassers, hat Jesus gesagt, die von uns ausfließen werden. Im Namen Jesus Christus segne ich dich. Und wir sprechen aus, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf dich kommt. In dem Namen Jesus Christus. Für jeden Einzelnen, der zuschaut. Für jeden Einzelnen, der sich danach ausstreckt. Für jeden Einzelnen, der es begehrt. Herr der Herren, König der Könige, du weißt, was hier jeder Einzelne ist. Und Jesus, du bist der Täufer im Heiligen Geist. Ich bete, dass du deinen Heiligen Geist sendest jetzt auf jeden Einzelnen, der sich danach ausstreckt. Auf meine Brüder, auf meine Schwestern, die hier mit mir beten. Und ich will da nicht zurückhalten und ich proklamiere im Namen Jesus, der Heilige Geist, Falle auf dich! Boscha Katsi Karabo Solama Sambo Mataya Kasaya Balama Soya Kasi Korabo Shai. Herr, du Geist des Rates und der Kraft, der Weisheit und Tröstung, du Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, wir bitten, dass du jetzt dich stark erweist an den Leuten, die hier zuschauen, an jedem Herz, das sich nach dir ausstreckt. Wir proklamieren, dass deine Kraft jetzt kommt wie ein fließendes Feuer und alles verzehrt, was zwischen dem Herzen und dir steht, dass da ein freier, geöffneter Weg ist. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du dieses tiefe Werk der Gnade jetzt in Menschenherzen taufe Menschen dass wir wirklich jetzt wissen, du bist es, der da ist. Du bist es, der da tauft. Es ist kein böser Geist, sondern es ist der Geist, der von Gott ausgesandt ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir beten, dass dieser Geist sich ausbreitet in jedem Menschenherzen, bis in jede Phase, in dem Namen Jesus. Amen. Wir proklamieren, dass der Heilige Geist dich berührt, dass er auf dich kommt. Ob du spürst oder nicht, dass eine Veränderung kommt, in dein Leben hinein, Ich spreche aus, dass da jetzt eine Veränderung kommt, dass er dich berührt, dass du etwas empfängst. Neues kommt in dein Leben. Es wird eine Veränderung sein wie zu Pfingsten. Die Jünger waren vorher verschreckt. Auf einmal hatten sie die Kraft. Auf einmal sind sie vorwärts gegangen in den Dingen des Geistes. Und wir sprechen aus, keine falsche Lehre, die dich davon abhalten bringt. Will. Keine irgendwelche komische Theologie, die dir sagt, das gilt nicht für dich. Es gilt für dich, der du ein Kind Gottes bist. Es gilt für dich, wenn du den Heiligen Geist empfangen hast. Es gilt für dich, wenn der in dir ist. Er will auch auf dir sein. Und er will dich hineinbringen in die Ernte, die der Herr für dich hat. Es gilt für dich im Namen Jesus Christus. Ich erkläre, dass jedes falsche Denken, jede falsche Theologie, jede falsche, wie soll ich mal sagen, Einflüsterung, alles, was der Feind da am falschen Denken als Basis gelegt hat, zerbrochen ist im Namen Jesus.
Jesus Christus, durch das Feuer des Heiligen Geistes. Das und dass du das empfangen kannst, was der Herr für dich hat. Korabasia, Kalamanoia, Kassambo, Korabasia, Kalabanoia. Die du in die Herzen flutest, dass du es bist. Dass nicht ein fremder Geist es ist, sondern dass du es bist. Und dass du mit deiner Liebe und mit deiner Präsenz nur so, wie du es kannst, dich jetzt selbst offenbarst. Herr, wir können das nicht machen. Wir können nicht jemanden überzeugen. Wir wollen auch nicht mit überzeugenden Worten der Weisheit oder irgendwas reden, sondern wir beten, dass du dich als stark erweist. Und dass aus dieser Taufe jetzt wirkliche Zeichen und Wunder, dass wirkliche Kraft zum Dienst, dass wirklich Erntearbeiter von Neuem inspiriert werden, von Neuem ermutigt werden, von Neuem geboren werden, von Neuem ausgesandt werden, dass Berufungen kommen, dass jetzt wirklich diese Ernteaufträge kommen und dass wirklich Kraft aus der Höhe jetzt kommt. Amen. In dem Namen Jesus. Absolut. Ich sage dir, du brauchst mehr. Und der Herr hat mehr für dich. Und wenn du schon lange mit dem Heiligen Geist unterwegs bist und wenn du schon viel erlebt hast und selbst wenn du schon Heilung und Zeichen und Wunder befreien erlebt hast, es gibt mehr. Es gibt mehr. Er hat mehr. Er hat ein anderes Level. Was unser Maßstab ist, ist das, was Jesus getan hat. Was unser Maßstab ist, ist das, was wir in der Bibel lesen, in der Urgemeinde sehen. Das ist das Level, nach dem wir uns ausstrecken. Und nicht das, was um uns herum passiert und wo vielleicht ein bisschen mehr ist oder weniger ist. Wir vergleichen uns nicht mit Menschen, sondern wir schauen auf, was hat der Herr uns als Muster gegeben. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken wollen. Und ich spreche auch aus, dass jetzt ein Geist des Flehens ausgegossen wird. Herr, ich bete, dass dieser Heilige Geist des Flehens für eine Zeit wie diese, ein Geist des Flehens in der Zeit der Morgenröte, eine Zeit des Flehens in dieser bestimmten Zeit, in die wir jetzt eingetreten sind, dass du diesen Geist des Flehens erwächst, dass du Männer und Frauen erhebst, die für ihr Land, für ihre Familie, für ihre eigenen Bedürfnisse, aber auch darüber hinaus für diese endzeitliche Ernte stehen. Amen. Dass da ein Flehen aus dem Geist kommt, nicht ein Flehen aus dem Fleisch, nicht mit Druck und Zwang, nicht mit irgendwelchen Entbehrungen oder mit irgendwelchen Dingen, mit Lasten, die uns aufgelegt werden, sondern ein Flehen, was aus dem Heiligen Geist geboren ist. Und dass da eine neue, tiefe Sehnsucht nach mehr von Gott entsteht. Dass diese Sehnsucht des Heiligen Geistes neu aktiviert wird. Dass eine neue Hingabe kommt. Amen. Ein neues zur Verfügung stellen. Ein neues Anpacken in diesen ganzen Sachen. Dass ein neues Anpacken der Sichel kommt. Dass wir die Ernte einbringen. Amen. Dass eine neue Befähigung kommt, stark zu werden im Kampf. Dass wir eine neue Berufung empfangen, zu diesem Heer der Morgenröte hinzugefügt zu werden, dass wir im Reich Gottes aktiv werden, gegen die Listen des Teufels aufzustehen, gegen die Mächte der Bosheit, diese Fürstentümer in der Himmelswelt anzutreten, dass wir nicht überwunden werden, sondern dass wir durch den Geist zu Überwindern geschliffen werden, dass wir wirklich für das Lamm stehen. Denn dem Lamm gehört unser Leben. Dem Lamm gebührt alle Ehre. Halleluja. Ich bete auch, dass das Wort unseres Zeugnisses und dein Blut, das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses uns zu diesen Überwindern macht. Denn das wird etwas sein, was wir ohne dich, Heiliger Geist, niemals, niemals tun können. Und ich bitte dich, dass du das Werk in uns tust, ein tiefes Werk, ein Werk, was in der Ewigkeit wiedergefunden wird, was jetzt schon hier im Natürlichen ist. Das soll auch ein Werk der Ewigkeit sein. Es soll nicht umsonst sein, sondern wir wollen es mitnehmen. Wir wollen es dann bei uns tragen, wenn wir vor dem Herrn stehen. Und er wird uns wirklich willkommen heißen. Und ich möchte nochmal gegen jede Angst beten, auch gegen jede Furcht vor dem Heiligen Geist. Zum Beispiel, weil man dir irgendwas erzählt hat und da eine falsche Grundlage ist, falsche Theologie ist, irgendwelche Befürchtungen sind. Hey, die Bibel sagt, der Vater wird dir keine Schlange geben, wenn du mal einen Fisch bittest. Er tut es nicht. Und dann sagt Jesus genauso, wird das nicht tun mit dem Heiligen Geist. Wenn du dich an Gott wendest, hat der Teufel keine Macht, dir irgendwas auszudrücken. Es ist der Geist Gottes. Du brauchst ihn.
Es ist der Geist Gottes. Und wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, hast du ihn eh schon in dir. Es ist etwas, wo du einfach Raum gibst. Und ich widerstehe jeder Form von irgendwelcher falscher Lehre, von irgendwelchen Befürchtungen, von irgendwelcher Angst vor dem Heiligen Geist. Das ist Angst vor Gott. Und ich spreche aus, dass das weggenommen ist, gebrochen ist, in der Autorität des Namens Yeshua HaMashiach. Sondern, dass du frei bist, das zu empfangen, was der Herr für dich hat. Dass da keine Barriere ist, keine Blockade ist, dass es dem Feind nicht gelingt, das Wichtigste, was du nach deiner Bekehrung in deinem Leben empfangen kannst, nicht zu empfangen. Lass dich nicht berauben, lass dich nicht berauben. Und ich spreche aus, wo immer diese Gefahr ist, es ist eingerissen im Namen Jesus Christus. Und ich proklamiere, dass einfach eine Sehnsucht freigesetzt ist, ein Begierde nach dem Heiligen Geist und seinem Wirken, mehr von Gott haben zu wollen, mehr von seinem Feuer, mehr von deiner Kraft, mehr von deiner Freude, mehr von deiner Power, mehr von dem, was er für uns hat. Halleluja. Herr, ich bete auch jetzt für die Leute, die Verlust erlitten haben, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst als der Tröster, als der Gott allen Trostes, als der Geist, der Heilige Geist allen Trostes, dass du tröstest für die Dinge, die im Leben einen Raubzug erlebt haben, dass du tröstest, wo Dinge, Menschen, Eigentum, was auch immer, weggenommen wurde, dass du eine Aussicht schaffst, eine Weisheit entstehen lässt, dass wir wirklich weiterkommen, dass wir in den nächsten Step reinkommen, dass du der Geist der Weisheit, der Planer der Wunder, der Planer der Wunder kommt jetzt in dein Leben und Wunder werden jetzt geboren, dass du Wunder erlebst für die Dinge, die du für tot geglaubt hast. Amen. Ich spreche aus, dass diese Wunder nicht lange auf sich warten lassen, sondern dass du wirklich ein Zeugnis darüber hast, dass eine Kraft kommt, ein Planer der Wunder in deinem Leben, der von Gott hört, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. In dem Namen Jesus. Und ich spreche dir noch zu, wenn du dich danach ausstreckst, wenn du dieses Feuer willst, wenn du diese Power willst, wenn du diese Kraft willst, du wirst in Zeichen und Wundern vorwärts gehen können. Amen. Denn das ist das, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Ja? Beispielsweise in Markus 16. Wir sollen diejenigen sein, die Kranke heilen, das Evangelium weitergeben, die Dämonen austreiben, die Tote auferwecken. Das ist ein gigantisches Spektrum. Und ich spreche dir zu, dass der Herr dich dazu gebrauchen will. Und es ist egal, ob du Mann oder Frau bist, es ist egal, ob du alt oder jung bist, es ist egal, ob du dich schwach fühlst oder nicht, es ist egal, ob du im Job bist oder nicht, es ist vollkommen wurscht. Der Herr sagt, ich will dich gebrauchen in dieser endzeitlichen Armee. Ich will dich gebrauchen in meiner Ernte. Und ich will dich nutzen, um Zeichen und Wunder und Kraft zu tun, weil es kommt nicht von dir, sondern es kommt vom Geist durch dich. Und wenn du dazu bereit bist, kann es nichts geben, was das verhindern kann. Im Namen Yeshua HaMashiach. Und als ein Zeichen, dass der Heilige Geist in uns, auf uns, durch uns wirkt, ist es so, dass wir in dieser Heiliggeist-Sprache beten können. Und ich bitte jetzt für die Leute, die sich wirklich nach dieser Sprache des Himmels, nach dieser Sprache des Heiligen Geistes, nach dieser Zungenrede, nach diesem Beten in einer ganz anderen Dimension und Kraft, dass die Menschen, die sich danach ausstrecken, die das wollen, dass sie jetzt das empfangen. Ich bete, dass du jetzt, der du dein Herz weit machst, jede Frau, jeder Mann, jeder, der hier jetzt zuschaut, dass du diese Sprache, diese Himmelssprache direkt vom Heiligen Geist bekommst, dass du jetzt anfängst, in dieser neuen Sprache zu sprechen. Es ist nicht schwer. Es ist nicht über den Verstand, sondern es ist aus deinem inneren Menschen, aus dem Geist. Geist zu Geist. Es ist keine Struktur dazwischen, sondern es liegt quasi auf deiner Zunge. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach anfängst mitzubeten, dass deine Stimme quasi vom Heiligen Geist beeinflusst wird, dass dein Gebet einfach
Feuer fängt. Yes. Und du in dieser neuen Gebetssprache beten kannst. Und wenn es nur eine Silbe ist, dann geh weiter. Geh weiter. Bleib dran. Ja. Wenn du heute Nacht im Bett liegst und dir das wieder einfällt, vielleicht in dieser dritten Nachtwache zwischen 3 und 6, wenn der Herr dich weckt, dann denk daran und sag: Herr, ich möchte diese Gebetssprache. Ja. Ich möchte das, was mich noch mehr mit dir verbindet, was nicht über meinen Verstand läuft, sondern was aus dem Geist, mit dem Geist mich verbindet. Halleluja. Wo Gott durch mich spricht, wo der Herr durch mich betet, wo er Worte der Weisheit einfach in diesen übernatürlichen Raum freisetzt und dass die Dinge in meinem Leben sich verändern, weil ich in dieser anderen Dimension mehr noch zu Hause bin als vorher. Ja. Ich bete, Herr Heiliger Geist, dass du jetzt ein tiefes Werk tust, dass Menschen wirklich diese Gebetssprache, diese Himmelssprache von dir empfangen. Yes. Du gibst sie großzügig und du willst jedem diese Sprache schenken, der sich mit dir in Einheit zusammenbringt. Yes. Und ich bete, dass viele, viele, viele jetzt für auch gerade diese Zeit, in die wir gekommen sind, für diese endzeitliche, für diese Morgenröte-Zeit, dass wir viele werden, die diese Sprache empfangen und dass viele in dieser Sprache den Herrn anbeten werden. Amen. Gut, also jetzt mach dich bereit, öffne dein Herz. Wang yang sho tong ya hi yang wang tu. Ting to wang hua wang ta ya wang ta. Ting ya to tung yang hi wang to yang to. Ting to ya to wang hua wang ta. Yes. Empfange. Jetzt. Yes. Du empfängst nicht von uns. Du empfängst von Gott. Ja. Du empfängst vielleicht durch uns, aber es ist von ihm. Ja. Halleluja. Es ist von ihm. Halleluja. Und lass dir nicht vom Feind einschwätzen, dass das jetzt irgendwas Komisches ist oder irgendwas Mystisches ist oder irgendwas, oh, das ist aber ganz anders, als ich das kenne. Sondern macht nichts. Lass dir vom Heiligen Geist dienen. Lass dir sein Wort aufschließen. Kümmere dich darum. Lies das Wort. Hör diese Predigt von Martin nochmal nach. Lass dich nochmal darüber informieren. Lerne das. Lerne dich im Wort Gottes zu bewegen. Lerne den Heiligen Geist kennen. Er ist eine Person. Er ist nicht irgendwo ein spinnerter Geist, der irgendwo rumsaust, sondern er ist eine Person. So wie Jesus eine Person ist. Amen. So wie Gott eine Person ist. So wie diese Dreieinigkeit funktioniert. Amen. Du musst darüber lernen, studieren, das Wissen, damit du wirklich in diesen Zeiten und darüber hinaus gefestigt bist. Wir brauchen das, ganz wir einfach. Wir brauchen es wie das tägliche Brot. Wir brauchen es absolut. Ja. So, genau. Für diejenigen, die diesbezüglich noch ein bisschen weiter einsteigen wollen oder Hilfe brauchen oder sagen, das hat mir jetzt noch nicht gereicht oder was auch immer oder ich brauche noch mehr. Ja. Wir haben zwei Sachen. Das eine ist dieses wirklich sehr coole Buch, Überrascht vom Heiligen Geist, es gibt mehr als du denkst, von einem lutherischen Pfarrer, allerdings in Australien. Der hat hier dieses Buch geschrieben, sehr cool, sehr zu empfehlen, kannst du bei uns im Shop bekommen. Überrascht vom Heiligen Geist, ja, wo es einfach darum geht, du sehnst dich nach mehr, aber da sind irgendwelche Blockaden und so. Sehr zu empfehlen. Und das andere ist etwas, was wir dir kostenlos zusenden, das ist ein PDF, ein Buch, was es nicht mehr gibt, was aber uns extrem gesegnet hat, vor vielen, vielen Jahren in diesem Thema hineinzukommen. Und das heißt, Bitten um den Heiligen Geist. Das gibt es nur als PDF. Ich schicke es dir sehr, sehr gerne zu. Ein Buch, wo es insbesondere um Zungenrede auch geht, aber allgemein um Geistestaufe. Wenn dich das betrifft, dann schreib mir einfach ein Mail, kriegst du dann umgehend als PDF zugeschickt, kostenlos und so weiter. Und du kannst einfach schauen, wie der Herr dich dann damit weiterführt. Also das von unserer Seite als einfach ein Angebot, wenn du da sagst, okay, ich brauche da noch mehr Teaching, will da weiter reingehen, dieses coole Buch oder eben dieses wirklich, wirklich wunderbare PDF, was vielen Menschen schon zum Durchbruch in ihrem Leben verholfen hat. Stimmt's? Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wenn ich auf unseren Werdegang nochmal kurz zurückkommen kann,
Wir sind auch nicht immer in dem gewesen, wie wir jetzt sind, sondern allerdings nicht. Der Herr hat uns wir kommen aus da ganz, hinein, ganz, ganz braven Kreisen. Da hinein entwickelt und wir haben diese Kraft und diese Gnade und diese Freudigkeit mit dem Heiligen Geist wirklich auf unserem Lebensweg erlebt. Aber das kam nicht einfach so schwapp über uns, sondern es war eine Entwicklung, es war ein Prozess und wir möchten diesen Prozess nicht mehr missen. Und wir wollen ja auch nicht für uns behalten. Ja, Amen. Deshalb dieser Abend. Okay. So, zum Schluss möchte ich euch noch einen Text kurz mitgeben für diese Nacht, für diese Woche aus der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 4 und folgende. Da schreibt der Johannes, Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht yes. von Ewigkeit Halleluja. Zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und er sagt, ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Amen. Der Herr. Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Halleluja. Damit segnen wir euch für diese kommenden Tage, dass ihr wirklich Bewusstsein habt darüber, wem euer Leben gehört, wem ihr nachfolgt und wohin ihr geht. Er ist der Erste und der Letzte, der Halleluja. War und der ist und der da kommt. Yes. Und der sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Amen. Amen. Und Gott mit euch. Bis nächsten Freitag. Bis nächsten Freitag. Seid gesegnet. Seid gesegnet. Ciao, ciao. Alles Gute euch.